Das Praktikum in einem abgelegenen Berglabor war vielleicht doch keine gute Idee. Den Hebel mit dem Totenkopfsymbol zu ziehen, um zu sehen, was er bewirkt, war auch nicht so klug. Aber keine Zeit für Reue, denn du musst jetzt schnell vor diesen Zombie-Mutanten fliehen. Mit dabei sind der Hausmeister, die Laborantin und der alte Professor. Ihr habt einen Vorsprung, aber es gibt nur einen Weg in Sicherheit. Über eine alte Seilbrücke, die eine riesige Schlucht überspannt. Du kannst in einer Minute hinübersprinten, die Laborantin jedoch braucht zwei. Der Hausmeister ist noch etwas langsamer und braucht 5 Minuten. Der Professor ganze 10, da er sich bei jedem Schritt an den Seilen festhält. Der Professor hat ausgerechnet, dass die Zombies euch in etwas mehr als 17 Minuten einholen werden. In dieser Zeit müsst ihr alle nach drüben rennen und die Seile kappen. Leider kann die Brücke nur 2 Personen auf einmal tragen. Außerdem ist es so dunkel, dass man kaum etwas sieht und die alte Laterne, die ihr dabei habt, beleuchtet nur einen kleinen Bereich. Findest du die Lösung, mit der alle rechtzeitig entkommen? Denk daran, es können nicht mehr als 2 Personen auf einmal die Brücke überqueren. Jeder, der über die Brücke geht, muss entweder die Laterne halten oder in ihrer Nähe bleiben. Und ihr könnt auf beiden Seiten der Brücke sicher im Dunkeln warten. Ganz wichtig: Alle müssen in Sicherheit sein, bevor die Zombies eintreffen. Sonst erreicht der erste Zombie die Brücke, während sich noch jemand darauf befindet. Es gibt auch keine Tricks. Man kann sich weder hinüberschwingen, noch die Brücke als Floß benutzen oder sich mit den Zombies anfreunden. Zunächst mag es so aussehen, als würden einem immer 1 oder 2 Minuten fehlen. Aber es gibt eine Lösung. Der Schlüssel ist, die beiden langsamsten Personen gemeinsam gehen zu lassen, um Zeit zu sparen. Und da man mit der Laterne ein paar Mal hin- und zurücklaufen muss, sollten das die schnellsten Läufer machen. Du und die Laborantin lauft also schnell mit der Laterne hinüber. Dabei passt du dich ihrem Tempo an. Nach 2 Minuten seid ihr drüben. Und da du schneller bist, rennst du mit der Laterne zurück. Damit sind 3 Minuten vergangen. Soweit, so gut. Jetzt kommt der schwierige Teil. Der Professor und der Hausmeister gehen jetzt gemeinsam mit der Laterne hinüber. Das dauert 10 Minuten, da der Hausmeister auf den alten Professor warten muss, der immer wieder murmelt, dass er den Zombies keine Nachtsicht hätte verleihen sollen. Sobald die beiden drüben sind, bleiben nur noch 4 Minuten und du bist immer noch auf der falschen Seite der Brücke. Aber die Laborantin hat ja auf der anderen Seite gewartet und sie ist die zweitschnellste der Gruppe. Also nimmt sie die Laterne vom Professor und rennt zu dir zurück. In den beiden verbleibenden Minuten rennt ihr beide ein letztes Mal hinüber. Auf der anderen Seite angekommen, kappt ihr die Seile und bringt die Brücke hinter euch zum Einsturz, gerade noch rechtzeitig. Den nächsten Sommer solltest du lieber in der Bibliothek verbringen. Stille deine Neugier mit weiteren Lektionen, bei denen sich Teilen wirklich lohnt, indem du diesen Kanal abonnierst.